Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren RTG-Folge auf meinem Kanal. Wobei ich mittlerweile fast gar nicht mehr RTG sagen würde. Wir machen ja momentan immer mal wieder ein paar coole Fun-Sachen, vor allem auf Twitch. Falls ihr mir dort noch nicht folgt, macht das auf jeden Fall. Wir haben am Montag die Schalke 04 Past and Present Weekend League hochgeladen, beziehungsweise ich. Und am Wochenende gibt es dann die 5081 Plus Player Pick Weekend League. Ich habe die Player Picks letzte Woche schon vorbereitet auf dem neuen Account. Und da werden wir das Ganze machen, zusammen mit zwei Wundertüten. Das Ganze werde ich livestreamen, und zwar morgen früh, falls kein neues Event angekündigt wird. Werde ich so ab 10 Uhr morgen Freitag 10 Uhr auf Twitch online sein. Und dann ziehen wir die 50 Player Picks, bauen uns da mit einem Team und gehen rein in die Weekend League. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was dabei rumkommen wird. Ansonsten war ich diese Woche sehr, sehr fleißig und habe die Icon Swaps erölt. Ich habe jetzt mittlerweile schon 17 Icon Swap Tokens, also da habe ich wirklich ordentlich gegrindet. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Schreibt es mir in die Kommentare, was würdet ihr lieber sehen? 91 plus Prime Icon Pack oder das Prime oder Moments Pack? Damit werde ich dann nächste Woche wahrscheinlich die Weekend League spielen, also quasi eine random 91 plus Prime Icon Pack Weekend League oder eine random Prime oder Moments Icon Pack Weekend League. Ich bin aktuell eher bei dem Moments Pack, weil es wäre natürlich schon sehr, sehr geil, eine Moments Karte zu ziehen. Ist natürlich nicht garantiert, dass da eine drin ist, aber das wäre auf jeden Fall ein fettes Video, wenn da eine Moments Karte im Pack ist. Und dann können wir da um diese Karte unser Team bauen. Ansonsten, ich habe in den letzten 2-3 Wochen schon über 1 Million Verlust gemacht mit diesen Fun Weekend Leaks. Also das wird sehr, sehr teuer. Deswegen werde ich wahrscheinlich nach dem Video direkt investieren in irgendwelche High-Rated-Karten. Das trifft sich ganz gut, weil wir ja dann auf dem neuen Account die Weekend League spielen und dann überschneidet sich das nicht. Ich habe hier noch einige Free Packs angesammelt, die werden wir auch gleich öffnen. Parallel zu den Division Rivals und Weekend League Rewards, das zwei seltene 86 Plus Pack. Ich weiß gar nicht, ob ich es öffnen soll, aber ja, warum eigentlich nicht? Ich würde sagen, wir holen uns erstmal die Rewards ab. Es ist jetzt gerade kurz vor 10. Mittlerweile kommen die Rewards ja immer um Punkt 10 seit der Zeitumstellung. Und ja, komm, wir probieren nochmal unser Luck mit zwei 55k Packs. Eigentlich komplett wasted, muss man sagen. Weil man zieht da sowieso nie was draus. Und 55.000 Coins sind auch nicht schlecht, aber wir sind ja auch keine Pussy. Deswegen nehmen wir natürlich die Division Rival Packs. Let's go. Ansonsten kann ich euch aber auch wirklich empfehlen, die Coins zu nehmen. Das war natürlich gerade nur ein Spaß. Wir gehen rein in die Rewards. Gold 1 haben wir geholt mit unserem Schalke 04 Past and Present Team rund um Salif Sané, Kehrer, Mendil. Es war grauenhaft. Ich hoffe, die 50x81 plus Player Pick Weekend League wird nicht ganz so schlimm. Wobei ich eigentlich denke, dass es noch schlimmer wird. Ich weiß nicht. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir gehen rein in die Player Picks. Team of the Week sieht richtig rotze aus, von dem her ist mir das auch relativ egal. Aaron Hunt, die Werder-Legende. Grüße gehen raus. Und Matheus Pereira, Matheus. Ja, ich kann Hunt nicht nehmen, tut mir leid. Wir gehen rein in den zweiten Player-Pick. Da haben wir Mondi, 86. Das ist eine starke Karte sogar. Natürlich wäre mir Ferland Mondi lieber gewesen als Benjamin Mondi, aber an sich sieht die Karte gar nicht mal so schlecht aus. Also den könnte man theoretisch zocken, wenn man mal ein Manchester City Past and Present Team bauen würde. Also bin eigentlich zufrieden mit meinen Player Picks, muss ich sagen. Und dann kommen wir zu den Rewards. Ich würde sagen, ja, wir öffnen da eigentlich auch fast nur die guten Packs. Gehen wir mal direkt rein in ein 50k Pack für zwischendurch. Das müsste Untrade sein. Wir ziehen einen Walkout, okay. Das war ein Untrade Pack aus Squad Battle, so viel ich weiß. Nee, oder? Perfekt, Digga. Grüße gehen raus. Mbappé Untrade. Da bist du doch. Oh mein Gott, nein. Das ist relativ safe, ein Untrade Pack. Aber Mbappé Untrade zu haben, ist einfach ultra nice. Und den hat gefühlt mittlerweile auch fast jeder Untrade. Ja, ist Untrade. Holy shit. Wie geil ist das denn? Kostet immer noch 500.000 Münzen. Den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Okay. Ja gut. Was passiert hier? Hilfe. Ich würde sagen, wir haben einige Packs am Start hier.
Ich glaube, das 2x86 Plus und das 10x83 Plus Pack spare ich mir noch auf. Ich glaube, damit können wir auf jeden Fall in Zukunft auch noch in der Weekend League oder so was Cooles mit anfangen. Ansonsten die Spieler packe ich natürlich alle in den Verein, die können wir noch gut gebrauchen. Wir ziehen das zweite 55k Pack, einfach Mbappé Untrade. Es ist zwar April mittlerweile, aber ein Mbappé ist ein Mbappé. Das ist überragend. Das war, glaube ich, ein Inform hier aus dem Pack. Oh ja, Gomez kostet halt nichts mehr. Aber das packe ich auch alles mal in den Verein. Das passt. 200k Packs von Gold 1. Dann haben wir seltene gemischte Spieler Pack. Die 75 Plus Packs werde ich jetzt mal skippen, weil die sind komplett Rotze. Dann würde ich sagen, ziehen wir mal die zwei Packs noch weg. Einfach mal hier ein kleines, freshes Pack-Opening mit den Packs, die wir uns in den letzten Wochen irgendwie aufgespart haben, beziehungsweise die ich halt einfach nicht gezogen habe. Alter, Mbappé, was soll das hier noch werden? Ich werde auf jeden Fall gleich auch noch meine zwei Wundertüten ziehen. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was wir daraus ziehen werden. Auf dem anderen Account, wo ich morgen die Player Pick Weekend League machen werde, da habe ich ja auch noch zwei Wundertüten, die werde ich dann dazu nehmen zu den, Player Picks. So, seltene gemischte Spieler Set und danach kommen wir zu 200k Packs, zu einem 125k Pack und zu zwei Wundertüten. Also dann soll es nochmal scheppern. So, auch hier leider, ja, immerhin zwei Bretter, nehme ich auch nochmal mit, den stoße ich ab und dann kommen wir jetzt zu, ja, 286 plus, 10x83 plus, die werde ich noch aufsparen, vielleicht fürs Trotz oder so. Ich würde sagen, wir öffnen erst das 125k Pack, weil es Untrade ist. Und schauen wir mal. Geil. Einfach nur ein Brett im 125k-Set. 84er zwei Stück. Joa. Haben wir nicht mal ein 83er doppelt? Alter, das Pack war ja so dermaßen Rotze. Aber okay. Wir kommen zu den zwei tradable 100k-Sets. Komm schon, die müssen jetzt ballern. Let's go, Digga. Auch hier kein Walkout. Deutschland. Ah. Leider nicht Aaron Hunt, es ist Ortega. Ja, der wird auch noch so, ja, keine Ahnung, Informs kosten immerhin 12k, das passt. Haaland und Bürki haben wir auch noch am Start. Den Rest packen wir in den Verein. Können wir dann relativ bald wieder für Player Picks oder so verwenden. Und dann komme ich zum zweiten 100k Pack, das hoffentlich einen Walkout für uns parat hat. Nein, EA dachte sich, Mbappé reicht jetzt. Jetzt machen wir hier den Bunker zu. Der Kollege zieht hier jetzt nichts mehr. Aber ist auch in Ordnung. Da beschwere ich mich auch gar nicht. So, Ziyech, Godin, die kosten was. Sergio Roberto war auch immer ein Kollege, der den einen oder anderen Pfennig gebracht hat. Und dann komme ich zu den zwei Wundertüten. Da können es jetzt natürlich nochmal scheppern. Es kann aber auch wirklich die allergrößte Rotze dabei rumkommen. Wir gehen rein, ich hab Bock. Zwei Wundertüten auf einmal. Komm, gib mir eine gute Karte. Walkout, das ist eine What-If-Karte. Tendenziell kann da was Gutes bei rumkommen. Das ist Grifo. Nee, das ist Verratti Freeze. Huch. Verratti Freeze, das ist sogar geil. Lol, ich dachte, das wäre eine What-If-Karte. Deswegen dachte ich, da kommt jetzt der gute Grifo vom SC Freiburg raus. Aber Verratti von PSG, der passt perfekt zu meinem gerade erst gezogenen Mbappé. Und Freeze Verratti, finde ich, ist sogar eine coole Karte. Als ob der nur noch 69.000 Münzen kostet. Holy shit. Das hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht. Aber okay, dann weiß ich da auf jeden Fall auch Bescheid. Und dann würde ich sagen, öffne ich noch die zweite Foot-Geburtstag. Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Wir ziehen Rafinha Headliner zum zweiten Mal. Erst vor zwei, drei Wochen habe ich eine Weekend League mit der Wundertüte gemacht und dann mussten wir um die Wundertüte unser Weekend League Team bauen und der Kollege ist dabei rumgekommen und den ziehen wir jetzt einfach wieder. Perfekt. Ciao, Digga. Können wir abstoßen. Wir ziehen einfach drei PSG-Spieler. Was ist hier los? Mbappé, Rafinha, Verratti. Ich beschwere mich nicht. Holy shit. Hat gegönnt mit einem Mbappé. Richtig, richtig nices Pack-Opening, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut morgen auf Twitch vorbei. Ab 10 Uhr morgens werde ich die Player Picks mit euch gemeinsam im Stream öffnen. Also lasst mir da auch ein Follow da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bin ich raus, Leute. Macht es mal gut, haut rein und ciao.